Hallo Werte, Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Newsflash. Und oh boy, diese Woche gibt es viele Themen, die im Newsflash abgearbeitet werden. Und wir wollen erstmal anfangen mit einer recht frischen Meldung, und zwar von heute. Denn der Manga vom Erfolgs-Anituber Kurono wurde jetzt weitere Informationen hat bekannt gegeben. Und obwohl das Werk noch nicht mal ansatzweise raus ist, weil ich meine, es kommt November, gibt es jetzt schon fett Skandal! Yay! Allerdings diesmal nicht, weil Kuruno irgendwas gemacht hat, sondern der Mist ist wahrscheinlich der Verlag selber schuld. Und zwar wurde nun eben unter anderem bekannt, dass dieser Manga von niemand anderem als David Völicki illustriert wird. Begnadeter Mann hat sich in der deutschen Szene schon lange einen Namen gemacht und ist schon lange etabliert. Nun ist die Sache, es wurde das Cover enthüllt. David Füllikis Name wird nirgendwo auf dem freaking Cover erwähnt. Sondern steht nur Kurono und darunter halt sein Real-Life-Name. Und ich denke mir nur so, what? Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Übersetzer langsam auch endlich aufs Cover geschrieben werden oder zumindest auf einer Farbseite stehen. Und dann kommt einfach dieser Verlag um die Ecke und sagt so, ja nee, was wollen wir mit dem Namen David Füllicki? Kurono, das reicht. Ich meine, ist ja nicht so, dass man allein mit dem Namen David Füllicki per se schon mal mehr Kopien verkaufen kann. Aber das ist halt auch so respektlos dem Zeichner gegenüber, denn ohne David Füllicki gäbe es diesen Manga nicht. Und ich meine, ich bin beim besten Willen kein Kurono-Fan. Also wirklich absolut gar nicht. Ich finde, dass zumindest die Kunstfigur Kurono mit seinen Videos teilweise für einzelne der Probleme der deutschen Anime-Szene gesorgt hat. Aber das ist halt insofern halt auch scheiße für den Creator, weil Kurono, ey, der wollte halt einen Manga machen, mein Gott. Ist zwar westliche Leserichtung, aber gut. Und das wirft halt jetzt auch auf ihn ein schlechtes Licht. Und zwar halt aus dem Grund, wofür er wahrscheinlich nichts kann. Also ich bezweifle, dass Kurono gesagt hat, nee, ich will nicht, dass der Zeichner draufsteht, wenn doch. What? Aber wahrscheinlich hat es der Verlag halt einfach entschieden. Und natürlich kann man auch hier argumentieren, ja, vielleicht ist das ja auch erstmal nur ein vorläufiges Bild. Selbst dann ist das absolut scheiße, weil auf jeder Website, fast jedem, wirklich auf jeder Website wird eigentlich immer irgendwie das erste Cover, was irgendwie mal enthüllt wurde, genommen und dann bleibt das. Du findest auf Amazon immer noch super viele alte Cover-Entwürfe, die es letztlich nicht in den Druck geschafft haben, einfach weil es keiner aktualisiert. Und das ist bei Online-Shops nicht anders. Die nehmen jetzt langsam das Buch von Kurono halt ins Sortiment auf, zum Vorbestellen, was weiß ich nicht noch alles. Und ja, dieses Bild wird dann auch weiterhin rumkursieren, wo dann eben der Name fehlt. Also ich hoffe wirklich sehr, dass der Verlag da mal halt sagt, okay, ja, vielleicht sollten wir den Namen draufschreiben, aber das ist trotzdem auch als erst enthülltes Bild einfach scheiße. Einfach nur scheiße. Und das, ich könnte da so kotzen. Respektiert die Zeichner mehr. Und zumaßen, ich habe auch ein, zwei Kommentare gelesen von wegen, warum hat Föliki es so nötig, ausgerechnet für Kurono ein Manga zeichnen, weil Kurono in der Manga-Szene auch bei vielen einen eher schlechten Ruf hat. Hier muss man allerdings aber auch sagen, Föliki ist halt vor kurzem Vater geworden. Das ist halt wahrscheinlich einfach eine ganz gewöhnliche Auftragsarbeit für ihn gewesen. Das war jetzt kein Leidenschaftsprojekt, sondern halt einfach, ja, hier hast du Geld, zeichne mal bitte den Comic für uns. Mehr nicht. Und ja, über den Manga als solche, Manga, für mich ist es mehr Richtung Comic, aber gut. 160 Seiten, Shonen, Einzelband. Weiß nicht, und ich muss zumaßen sagen,
Ich finde jetzt auch von der Prämisse her ist eher. Naja, also das Werk heißt halt Rise of the Reborn und die Handlung ist Cave, KW, whatever, lebt mit seiner Familie in einem Slum am Rande der legendären Götterstadt Persepolis. Das Leben ist hart. KW und seine Schwester Layla müssen Schrott sammeln, um ihre kranke Mutter zu unterstützen. Ihr Vater Reza jagt gefährliche Monster und die verarmten Slum-Bewohner sind der Willkür der mächtigen Stadtbewohner ausgesetzt. Als Layla schließlich in das Fadenkreuz eines teuflischen Gottgleichen gerät, okay, opfern KW und Reza alles, um ihre Familie zu unterstützen. Doch für den leidenschaftlichen Gamer ist das Spiel noch nicht vorbei. Denn ein rätselhaftes Wesen namens Kuro verschafft unseren Helden ein unverhofftes Continuum. Sei dabei bei Caves epischer Quest in Rise of the Reborn. Und ja, das Ganze erscheint halt beim Penguin Random House Verlag. Und ja, rein vom Inhalt her, ja, das ist... Ich tatsächlich, von der Prämisse her finde ich, klingt es erstmal gar nicht so scheiße. Ich finde halt nur den Klappentext sehr scheiße formuliert. Allein das Ganze, der Gamer, und er kriegt ein unverhofftes Continuous, like, what? Wie alt bist du? Das passt, dieser Spruch passte halt so gar nicht zum vorherigen Text. Und auch das gottgleichen, teuflischen Gottgleichen ist so, eigentlich so gesehen, Widerspruch in sich. Weil Gott, Teufel, ne? Aber rein von der Prämisse her klingt es ja erstmal gar nicht mal so verkehrt. Allerdings, es ist scheinbar halt nur ein Einzelband. Und der hat auch nur 160 Seiten bei 13 Euro. Puh, schwierig. 160 Seiten eine Story erzählen, wenn es wirklich dem Manga-Format beibehalten will. Also, wo ich halt mal von ausgehe, weil es ne, David Hilke hier eben zeichnet. 160 Seiten anständige Story zu erzählen, schwierig. Echt schwierig, aber wie gesagt, vielleicht wird es wird bestimmt seine Käuferschaft finden, weil es ist ein großer YouTuber, natürlich wird sich das verkaufen. Ob es qualitativ gut ist, tatsächlich wahrscheinlich zumindest rein vom Paneling und Zeichnen her halt safe, weil Füllicky. Immerhin hat man wirklich sich Gedanken gemacht und einen begnadeten Zeichner angeheuert. Aber eben einfach dieses ganze Drumherum mit, dass der, was Flicky nicht mal auf dem Cover steht. Sorry. Absolutes No-Go. Und ja, das war's mit diesem Newsflash. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, aber einen Daumen nach oben würde ich mich freuen über ein Abo sowieso. Und bleibt schon viel zu sagen. Danke fürs Zusehen und ciao.